Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, seien Sie guter Laune, denn wir wollen heute einen fröhlichen Abend mit Ihnen zusammen verleben. Und deshalb meine Aufforderung, lach mal wieder. Otto Reuter würde jetzt vorfahren, sonst wirst du hässlich, kriegst Falten und Runzeln, bleibst ja viel schöner beim Lachen und Schmunzeln. Hat er schön formuliert, ne? Obwohl es dagegen Stimmen gibt, die da sagen, Mensch, bloß nicht lachen, es gibt Falten. Ohohoho. Aber wir hier, wir werden lachen. Und wenn wir dadurch auch nur innerlich schön werden. Hm? Schön wäre es ja auch, wenn wir der Forderung des Humorexperten Kurt Götz nachkommen würden, der einmal sagte, ohne das deutsche Fernsehen zu kennen, gelehrt sind wir genug. Was uns fehlt, ist Freude. Was wir brauchen, ist Hoffnung. Was uns Not tut, ist Zuversicht. Und wonach wir alle verschmachten, ist Frohsinn. In diesem Sinne, viel Spaß. Fräulein. Fräulein. Sie wünschen? Ich hätte gern ein schönes Glas Bier, bitte. Ja, und sonst? Nichts. Möchten Sie ein helles oder ein dunkles? Ein helles, ein schönes helles Bier, bitte. Ein auswärtiges oder ein hiesiges? Ein auswärtiges, bitte. Ja, soll es nur ein großes oder ein kleines sein? Ein großes, ein schönes, großes, helles Bier. Ja, das ist dumm. Auswärtiges Bier haben wir bloß in kleinen Gläsern da. Ja, ja, dann bringen Sie mir bitte ein auswärtiges. Ja, also ein kleines dunkles. Ein kleines helles, bitte, ein kleines helles, Fräulein. Sie wollten doch ein auswärtiges Bier. Ja, ein auswärtiges helles. Das geht nicht. Wir haben nur auswärtiges dunkles. Die hellen Biere sind hiesige Biere. Dann bringen Sie mir ein helles, ein kleines helles, bitte. Ein kleines? Hiesige Biere werden bedauerlicherweise bloß in großen Gläsern serviert. Dann bringen Sie mir ein großes, hiesiges, helles. Ist das so richtig? Ja, natürlich. Hätten Sie sich auch früher überlegen können. Sie könnten sich nicht vielleicht entschließen, doch lieber ein dunkles zu nehmen? Warum? Bitte, warum soll ich jetzt ein dunkles bestellen? Das helle muss erst angesteckt werden. Jetzt habe ich es aber satt. Trinken Sie Ihr Bier alleine. Gern. Ein helles oder ein dunkles? Und nun beginnen wir wieder mit unserer beliebten Sendung Telegrüßen an die Lieben. Unser erster Gast hat wohl gewisse Sprachschwierigkeiten, so wie ich weiß, die junge Dame ist Französin. Bitte, Fräulein. S'il vous plaît, mademoiselle. Pardon, Monsieur, wollen Sie mir helfen für mein Deutsch? Ich möchte geben einen Gruß für meine Freundin Hamburg. Natürlich, natürlich. Diese junge Dame wünscht, dass ich ihr bei der Übermittlung ihrer Grüße helfe. Sie möchte ihrem Freund in Hamburg etwas sagen. Hoffentlich hört er zu. Bitte, in die Kamera, bitte. Friedrich, ich dich lieben, immer lieben. Compris? Freddy, sie liebt sie. Du bist der Mann einzig für mein Leben. Freddy, Sie sind der einzige Mann in Ihrem Leben. Ich werde warten für dich auf mein ganzes Leben. Und sie wird ihr ganzes Leben auf Sie warten, Freddy. Schnell kommen in meine Arme. Kommen Sie schnell in Ihre Arme. Dann ich dich küssen, comme ça. Und dann werden Sie von ihr so geküsst werden. Oui. Glauben, ich möchte noch eine Botschaft geben. Natürlich. An wen? An meine Ex-Freund in Hamburg. Oh, jetzt lauf doch bloß nicht so schnell. Eilig haben wir es doch gar nicht. Ich bitte dich, Else, unser Zug fährt in 5 Minuten. Meine Güte, immer diese
Kurt, Moment. Was ist denn? Da ist eine Waage. Du, ich würde mich so gerne vor Antritt unserer Ferienreise noch mal wiegen. Also gut, in Gottes Namen. Hast du Kleingeld? Ja, hab ich. Was du denn ausgerechnet jetzt machen musst. Außerdem wiegen diese sogenannten Präzisionswagen in der Regel falsch. Rausgeworfenes Geld. Guten Tag, meine Damen. Sie wiegen 48 Kilo. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Was sagst du dazu? Das ist ja ein Ding. Eine sprechende Waage. Hast du sowas schon mal gehört? Nee, das ist ja wirklich originell. Komm, lass mich auch mal. Das muss ich noch mal hören. Guten Tag, mein Herr. Sie wiegen 93 Kilo. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Toll! Ja, wirklich ungewöhnlich. Ja, wie das wohl funktioniert? Also, ich denke mir das so, da ist ein Tonband, gespeichert mit Wiegedaten und durch einen Impulsgeber wird je nach Belastung der Waage die entsprechende Ansage abgerufen, verstehst du? Kein Wort, Kurt, aber du hast es wirklich sehr schön erklärt. Komm, wir müssen zum Zug. Warte! Das ist wieder mal typisch meine Frau. Ich versuche dir die Zusammenhänge klar zu machen, ja? Ja, dann kannst du mir auch alles gleich im Zug erklären. Nein, jetzt! Das Ganze ist im Grunde äußerst einfach und wenn ich darüber nachdenke, keineswegs so verblüffend. Na, höre mal. Verblüffend ist das schon. Ich meine, woher weiß denn die Waage, ob sich ein Mann oder eine Frau wiegt, ne? Wieso? Naja, immerhin sagt sie ja, guten Abend, mein Herr, und guten Tag, meine Dame. Aber was erzählst du denn da? Sowas sagt die doch gar nicht. Na, aber sicher. Und das setzt ein sehr präzises Wahrnehmungsvermögen voraus. So ein Schwachsinn, Else. Die Waage sagt guten Tag und kein Wort mehr. Wollen wir wetten? Du, jetzt mach mich bitte nicht böse. Na, das bist du ja schon. Aber das kenne ich ja. Wenn man dir widerspricht, wirst du sauer. Komm, gehen wir zum Zug. Warte! So, ich werde dir jetzt beweisen. Und da wirst du dich bei mir entschuldigen. Guten Tag, mein Herr. Sie wiegen 93 Kilo. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, und jetzt wirst du dich bei mir entschuldigen. Ja. Entschuldige, Else. Ich bin ja wirklich ein Idiot. Seine Feststellung, der ich nicht widerspreche. Also, die Waage sagt, guten Tag, mein Herr, und guten Tag, meine Dame. Ich meine, wie unterscheidet sie das, ne? Tja, also... Das ist verblüffend, ne? Ja. Weißt du was? Ja? Wir werden sie überlisten. Wir stellen uns jetzt beide drauf. Da kommt sie ganz schön ins Schleudern. Los, komm. Aber gut, das ist doch kindisch. Ach, keineswegs. Guten Tag. Zwei auf einmal, das geht nicht. Also, was sagst du dazu? Ganz schön arrogant, da? Auf alles hat die Waage eine Antwort. Auf alles? Ja. Das wollen wir doch erst mal sehen. Ja, was soll denn das werden? Sag's ab! Jetzt muss sie Farbe bekennen. Guten Tag. Ihr Koffer wiegt 28 Kilo. Und es lohnt sich nicht, ihn auf den Bahnsteig zu schleppen. Warum nicht? Weil ihr beiden Trottel gerade euren Zug verpasst habt. Schusslich! Herr Schusslich! Ja? Ja? Sie sollten sich doch vor einer halben Stunde bei mir melden. Jawohl, Herr, Direktor. Sie waren aber nicht da. Nein, Herr Direktor. Und warum waren Sie nicht da?
Ja, das habe ich wohl vergessen, Herr Direktor. In meinem Betrieb gibt es keine Vergesslichkeit. Nein, Herr Direktor. Und was sollten Sie mir bringen? Ja, das habe ich vergessen, Herr Direktor. Schon wieder vergessen. Die Akte der Vereinigten Knallbonbonwerke sollten Sie mir bringen. Tatsächlich? Ach ja, ja. Und wo sind die? Ja, die habe ich vergessen, Herr Direktor. Jetzt wird's mir aber zu bunt. Jetzt aber Schluss mit der Vergesslichkeit. Es gibt keine Vergesslichkeit. Ich vergesse ja auch nichts. Sehen Sie mich an. Entschuldigen Sie bitte, Herr Winger. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, der Stoßverkehr. Haben Sie denn ein Auto? Auto? Ich habe nicht meine Straßenbahn. Bitte sehr. Sie wissen, dass ich mein Geschäft verkaufen musste. Ja. Haben Sie wenigstens viel Geld dafür bekommen? Kein roten Heller, war doch total verschuldet. Diese Supermärkte ruinieren noch alles. Ja. Sie sind also pleite. Pleite ist gar kein Ausdruck. Nicht mal meine Arztrechnung kann ich mehr bezahlen. Ich bin der einzige Mensch in der Geschichte der Medizin, die man den Blinddarm rausgenommen und wieder eingesetzt hat. Nun, Herr Berger, machen Sie sich nichts daraus. Ich habe ein sehr schönes Geschäft für Sie. Geschäft? Ja. Was für ein Geschäft? Ich engagiere Sie als meinen persönlichen Vertreter. Wann darf ich anfangen? als Ihren Vertreter? Ja, warum wundert Sie das denn so? Jeder Mensch braucht doch mal einen Vertreter. Ich meine, mein Zahnarzt hat einen Vertreter, der Karajan hat einen Vertreter, Placido Domingo hat einen Vertreter. Ich kann aber nicht singen. Das brauchen Sie auch nicht zu können, Sie sind ja mein Vertreter. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und was könnte dabei so rausspringen für mich? 6.000 Mark im Monat. 6.000 im Monat? Ja, das sind, lassen Sie mich mal kurz überschlagen, am Tage 200 Mark, in der Stunde 8,20 Mark ungefähr, in der Minute 14 Pfennige. 5 Minuten brauche ich, sie macht 70 Pfennig. Ein schlechter Scherz, Herr Finger. Wenn Sie mir davon noch Gewerkschaft und Krankenkasse abziehen, was darf ich draufzahlen? Naja, ich will ja nicht so kleinlich sein. Ich zahle Ihnen für diese 5 Minuten 20 Mark. Hört sich schon besser an. Und was müsste ich tun dafür? Passen Sie auf, Herr Berger. Sie wissen doch, dass ich eine sehr junge, hübsche, attraktive Frau habe. Oh ja. Aber der soll ich Sie vertreten? Nein, das besorgt schon ein anderer. Meine Frau betrügt mich. Ja, wozu brauchen Sie dann noch mich? Sehen Sie den jungen Mann dort? Ja? Ja. Ja, das ist er. Von dem hat sich meine Frau verführen lassen. Also um ehrlich zu sein, also mir wäre der auch lieber als Sie. Nur, bitte, ja? Eines verstehe ich nicht. Wie kann man mit so einem noch in dasselbe Lokal gehen? Ich gehe ja nicht mit ihm in dasselbe Lokal. Ich habe ihn hierher bestellt. Das ist der feine Unterschied, der alles ausmacht. Ich bin hier, um mit ihm abzurechnen. Ach, und ich soll dabei als Zeuge fungieren? Bedauere, Herr Daumen. Finger. Finger, aber mit Gerichten will ich nichts zu tun haben. Guten Tag. Herr Berger, ich bitte Sie, bleiben Sie hier. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich mit dem Mann hier rumprügeln werde. Ich werde ihm nicht einmal eine kleine Ohrfeige geben. Aber der sicher Ihnen. Auch nicht. Ich werde ja nicht einmal mit ihm sprechen. Ja, aber wie wollen Sie dann da mit ihm abrechnen? Das werde ich Ihnen sagen. Passen Sie auf. Der Mann hat doch gar keine Ahnung, dass ich Finger heiße und dass ich der Ehemann von der Frau bin, mit der er seit Wochen... Verstehen Sie, ja? Ich bin ja kein energischer Mensch. Ich bin viel zu nervös. Ich vertrage alles bloß um Himmels Willen. Keine Komplikationen. Wenn ich jetzt also aufstehe, zu dem rübergehe und sage, lassen Sie meine Frau in Ruhe, ja? Dann fange ich an zu stottern und zu zittern und mache mich lächerlich. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn jetzt aber ein anderer zu ihm rübergeht und sagt ihm das und tut so, als ob er der Finger wäre... Jetzt verstehe ich. Ja, Sie wollen, dass ich ihm mal kräftig Ihre Meinung sage. Ja, so ist es. Nein, tut mir leid,
aber das sind keine Geschäfte für mich. Herr Daumen, Finger. Finger. Wer weiß denn, wie er das aufnehmen? Verstehen Sie, wie er darauf reagieren würde? Soll ich mir diese Nase für 20 Mark, zerbletschen lassen? Wer übernimmt die Reparaturkosten? Naja, also gut, sagen wir 50 Mark. Sagen wir 100 Mark. Sagen wir 50 Mark, wenn alles glatt geht, und 100 Mark, wenn ihr eine Ohrfeige gibt. Aha, ja, hört sich schon besser an. Ja. Ich werde dem Kerl schon eine rauslocken. Ja, Sie gehen jetzt rüber und sagen ihm, dass er sofort den Verkehr mit meiner Frau abzubrechen hat. Moment mal, das heißt mit Ihrer Frau. Mit meiner Frau? Ja. Wenn Sie jetzt für mich sprechen, dann ist doch meine Frau Ihre Frau. Stimmt. Ja, natürlich, so ein Blödsinn. Naja. Ja. Nur noch eine reine Sachfrage. Ja. Wer ist der junge Mann eigentlich? Ja, muss ich Ihnen das jetzt so unbedingt sagen? Ja, sicher, natürlich. Ich muss da wissen, wenn, von wem ich eine getachtelt kriege. Also gut, er heißt Gustav... Was haben Sie denn, Herr Finger, Fingerchen, was haben Sie, wer ist das? Gustav Oberhammer. Ach, der bekannte Berufsboxer. Ja. Grüßen Sie Ihre Frau von meiner Frau. Bleiben Sie, Herr Berger, ich bitte Sie, bedenken Sie doch, dass ich Ihnen 50 Mark gebe. Pro Ohrfeige? Ja, meinetwegen pro Ohrfeige, ja. Und Sie sagen ihm dafür aber auch, dass er ein Schuft ist, ein Gauner, ein Bandit. Schuft, Gauner, Bandit, wären ja schon mal sichere 150. Ja. Sichere 150. Gut, gut, ich werde Sie in dieser Angelegenheit vertreten, Herr Daumen. Finger. Finger. Ja, hätten Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit, mir diesen Stuhl freizuhalten? Vielleicht komme ich zurück. Vielleicht, ja. Habe ich etwa die Ehre hier mit Herrn Gustav Oberhammer? Hm. Ja. Erschrecken Sie nicht. Mein Name ist Daumen. Finger. Finger. Ich wollte nur sagen, ich bin der Mann von meiner Frau. Freut mich. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Der ist ja viel zu freundlich. Sie scheinen noch nicht ganz zu ahnen, worum es sich hier eigentlich dreht. Doch, Herr Finger. Daumen. Finger. Finger. Meine Frau ist ja immerhin meine Gattin. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid, ich bedauere es. Glauben Sie mir. Ja, und auf welchem Punkt? Ja, Mensch, das ist ja unmöglich, das gibt nie im Leben eine Ohrfeige. Im Übrigen, was Ihre Einladung hier, mich zu Ihnen, mich zu setzen betrifft, ja, ich setze mich doch nicht zu jedem, Sie... 50 Mal... Schuft! Finger, wer wird denn gleich so ausfallend sein? Ich war eben auf dem Punkt, mit Ihrer Frau Schluss zu machen. Oh, was denn für Punkt? Auf welchem Punkt Sie bei meiner Frau waren, interessiert mich einen feuchten Kehricht, Sie... Gauner? Gauner. Jawohl, Gauner, Gauner! Na, na, Herr Finger. Jetzt streichelt ihr mich noch. Die Sache mit Ihrer Frau ist längst nicht so weit gediehen, wie Sie glauben. Ein paar Küsse, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Aha, und zum Dank dafür wollen Sie mir jetzt eine kräftige Ohrfeige geben. Logisch, verstehe. Ich will Ihnen doch gar keine geben. Sie sollen mir aber eine geben, Sie Verbrecher, Sie! Beruhigen Sie sich doch, Herr Finger, gehen Sie nach Hause. Es wird sich alles wieder einrenken. Ich drücke Ihnen die Daumen. Finger! Daumen! Daumen! Sie können wirklich wahnsinnig machen da hinten. Hören Sie zu, Sie Bandit, bei mir zu Hause warten 5 kleine Kinder und eine große Frau, dass Sie mir jetzt hier kräftig eine Schwalbe, und Sie trauen sich das nicht zu, Sie sind ein ganz erbärmlicher, mieser, kleiner Feigling sind Sie. Herr Finger, bedenken Sie, was Sie da reden. Jeden anderen hätte ich schon längst eine gegeben. Und mir werden Sie auch eine geben, ich verstehe darauf. Hören Sie doch auf, Herr Finger. Herr Becker, ihr schließt Sie doch zusammen. Was mischen Sie sich da ein, wenn ich mit Herrn Finger rede? Entschuldigung. Aber frech werden Sie auch noch da. Was machen Sie denn? Jetzt haben wir den falschen Finger eine gegeben. Betrüger, Lump, Raubmörder. Was habe ich Ihnen denn getan, Herr Finger? Um 50 Mark haben Sie mich gebracht. Dafür kriegen Sie jetzt eine von mir umsonst.
Der Sport und seine Berichterstattung sind ein weites Feld. Sportreporter wissen zum Beispiel unheimlich Bescheid über die Hintergründe und Lebensumstände unserer Sportler. Bei manchen Reportern kommen dabei die wirklichen Ereignisse zuweilen ein wenig leider zu kurz. Hören und sehen Sie selbst. Eine unglaubliche Spannung liegt über dem Stadion. 80.000 Menschen warten, so wie ich, ganz hektisch und gespannt auf den Startschuss zum 100-Meter-Lauf, der begehrtesten Goldmedaille der gesamten Olympiade. Die beiden Favoriten, natürlich, Evans aus den USA und Borisov aus der UdSSR. Evans! Die beiden sind super Ausnahmeathleten, Modellathleten der Ausnahmeklasse. Evans stammt aus einer Familie mit 16 Kindern, 10 Söhne und 6 Töchter und kaum zu glauben, keiner hat irgendeine Beziehung zum Sport. Unglaublich, das ist ja unglaublich. Borisov, der Blondschopf, begann seine Karriere mit sage und schreibe 10 Jahren, als ihm nämlich ein Arzt im heimatlichen Kiew ein Lauftraining empfahl, um eine Oberschenkelverletzung auszukurieren, die er sich beim Sturz vom Traktor seiner Mutter zugezogen hatte. Der Startschuss muss jetzt jede Sekunde erfolgen. Komisch, da ist ja kein Mensch an der Startlinie. Wo sind die denn? Die sind ja bereits über der Ziellinie. Ja, tatsächlich. Es ist aber schade, dass sie den Start verpasst haben. Das war bestimmt ein großer Lauf, oder? Bestimmt, ganz bestimmt. Und jetzt sehe ich, wie sich Palmason Schweden für seinen letzten Versuch im Stabhochsprung fertig macht. Und ab geht die Post ein paar riesige Schritte im Anlauf und... Darf ich schnell unterbrechen? Vielen dürfte es unbekannt sein, dass Palmason ein zweiter Vetter des Schwagers der Nichte von König Gustav ist. Wirklich, das ist ja interessant. Ja, das ist interessant. Und wenn man seine Abstammung noch weiter zurückverfolgt, entdeckt man, dass er an 439. Stelle der schwedischen Thronfolge steht. Nicht mehr. Er hat das Aufsprungpolster verpasst. Sie graben ihn gerade aus dem Boden aus. Dann wenden wir uns jetzt dem Diskuswurf zu, der soeben begonnen hat. Haushoher Favorit ist Chris Moran aus Kenia. Genannt der schwarze Bär. Einmal zog er eine Eisenbahnlokomotive samt Waggons von Nairobi nach Mombasa mit bloßen Händen. Zog er sie nicht sogar wieder zurück von Mombasa nach Nairobi? Ja, mit bloßen Zähnen. Ja, es sieht ganz so aus, als ob Moran den Diskus bereits geworfen hat, aber kann leider nicht sehen, wo er gelandet ist. Den Zuschauern nachzuurteilen, muss es ein Weltrekordswurf gewesen sein. Aber ich kann leider immer noch nicht sehen, wo er gelandet ist. Kannst du ihn sehen? Peter, ich meine, kannst du sehen, wo der Diskus... Oh. Er ist am Kopf meines Kollegen Peter Bauer gelandet, der seine Karriere als Sportreporter bei den Olympischen Spielen in Mexiko begonnen hat. Schon sein Vater. Ja, es war der Großvater. Einen Moment, bitte. Ja doch, ja doch. Herein, wenn's so eilig ist. Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Wenn Sie noch zu tun haben... Unser einer hat dauernd zu tun. Hier jagt ein Vorgang den anderen. Nehmen Sie Platz. Sie haben ein Anliegen? Nein, ein Kind. Wie bitte? Ich bin der Vater. Gratuliere. Wieso?
Es ist doch selbstverständlich, dass ich der Vater bin. Meine Frau und ich, wir führen eine sehr gute Ehe. Da wäre es doch merkwürdig, wenn ich nicht der Vater wäre. Verehrter Herr, vermutlich sind Sie gekommen, um Ihr Kind hier standesamtlich anzumelden. Richtig. Ich sage doch, ein Vorgang jagt den anderen. Name? Deswegen bin ich ja hier. Was? Das Kind braucht einen Namen. Zunächst einmal hat es Ihren. Also? Gottlieb Schmidt, beides mit Doppel-T, wie Otto. Schmidt mit Doppel-T. Wie Otto. Und wie soll das Kind heißen? Gehen auch Doppelnamen? Es geht alles. Es ist ein Junge. Wie soll er heißen? Ich warte. Sehr gut. Ich habe wenig Zeit. Sehr gut. Hören Sie, das ist hier ein Amtszimmer. Hier werden Vorgänge bearbeitet. Ich bin nicht nur für Sie da. Sehr gut. Hören Sie jetzt auf damit. Ich will den Namen Ihres Kindes wissen. Den Doppelnamen? Von mir aus auch drei. Wie heißt das Kind? Aber ich sage es doch dauernd. Sehr gut. Mein Sohn soll sehr gut heißen. Sehr gut? Ja. Das geht nicht. Sie haben doch gerade gesagt, es geht alles. Sehr gut, Schmidt. Warum geht das nicht? Das ist kein Name. Warum nicht? Der Name Schmidt kommt zwar häufiger vor, aber so schlecht. Ich habe gesagt, dass sehr gut Schmidt nicht gut ist. Man kann doch ein Kind nicht sehr gut nennen. Wie hört sich denn das an? Sehr gut. Nein, ganz und gar nicht. Sie erschweren Ihrem Kind das spätere Leben. Im Gegenteil. Sie müssen das mal logisch durchdenken. Wenn er in die Schule geht zum Beispiel, der Lehrer verteilt die Zeugnisse und ruft, sehr gut, Schmidt. Oder er sagt, sehr gut, Sätzen. Sogar wenn er ihn aus der Klasse schickt, weil er was ausgefressen hat, muss er sagen, sehr gut, Schmidt, du gehst jetzt hinaus. So, alles Humbug. Eine Lebenshilfe ist das. Was erklärt ein Generaldirektor seinem Personalchef, wenn er einen neuen Abteilungsleiter sucht? Der Mann muss sehr gut sein, erklärt er. Merken Sie was? Ich merke nichts mehr. Ich schon. Auch im Privatleben wird es mein Sohn leichter haben. Erste Liebe, erste Berührung. Wie reagiert ein junges Mädchen beim ersten Mal darauf? Klaus-Dieter ruft es. Was? Ja, aber was geschieht, wenn mein Sohn einen ersten vorsichtigen Kontakt zur Bluse seiner Liebsten sucht? Sie sagt, sehr gut. Was glauben Sie, wie ihn das ermuntert, weiter zuzulangen? Ja, Schmidt! Gottlieb. Ich heiße Gottlieb. Erinnern Sie sich noch an Ihre Hochzeitsnacht? Ich bin Junggeselle. Und trotzdem bekommen Sie dauernd Kinder. Was? Ja, ich meine, hier, überall in Ihrem... Na. Ich erinnere mich sehr gut an meine Hochzeitsnacht. Wissen Sie, was meine Frau geflüstert hat? Oh, Gottlieb, hat sie geflüstert. Das war alles. Aber was wird mein Sohn in seiner Hochzeitsnacht hören? Oh, sehr gut, wird er hören. Ja. Er wird es nicht hören, denn diesen Namen trage ich hier nicht in dieses Formular ein. Haben Sie das verstanden? Sehr gut. Geht das schon wieder los? Nein, ich wollte sagen, ich habe sehr gut verstanden, dass mein Sohn nicht sehr gut heißen kann. Endlich! Das würde ich nicht wollen. Was? Na, endlich gefällt mir nicht. Stellen Sie sich mal vor, der Lehrer sagt zu ihm, endlich, Schmidt. Vielleicht könnte ich ihn Doktor nennen. Was? Doktor Schmidt. Damit erspare ich ihm ein ganzes Studium. Sie verschwinden jetzt hier. Gehen nach Hause zu Ihrer Frau und denken sich mit ihr zusammen einen vernünftigen Namen aus, ja? Und dann kommen Sie wieder hierher. Guten Tag, Herr Schmidt. Bitte. Nein! Darf ich vielleicht Ihren Namen wissen? Meinen Namen? Ja. Ich heiße Klinke. Klinke? Ja. Amtmann Klinke. Amtmann Klinke? Allerdings. Amtmann, das ist aber auch ein komischer Vorname. Liebling,
Jetzt lass doch deinen Putzfimmel. Ja, ja, sofort, sofort. Ich hab dir versprochen, immer und überall für dich zu putzen und sauber zu machen. Alles für dich picobello zu halten. Und Versprechen muss man halten. Hat Mami immer gesagt. Ja, da bin ich auch sehr dafür. Aber muss denn das Putzen unbedingt jetzt sein? Außerdem ist es auch sehr, sehr spät. Ach, es ist nie zu spät, um Ordnung zu halten. Das ist Hausfrauenpflicht. Und ich tue nur das, was du von mir erwartest. Liebling, es gibt auch noch etwas anderes, was ich von dir erwarte. Ja, das ist alles, woran ihr Männer denken könnt. Du, jetzt haben wir so lange auf unsere Hochzeit gewartet und jetzt, wo wir endlich verheiratet sind, finde ich, sollten wir. Ich meine, wir sollten keine Minute unseres gemeinsamen Lebens vergeuden. Mami hat mir auch beigebracht, dass Reinlichkeit allem anderen vorgeht. Boden wischen, Möbel abstauben, Teppich klopfen. So richtig sauber ist es erst, wenn es überall funkelt und glänzt. Auch das Messing. Du, prinzipiell bin ich derselben Ansicht wie deine liebe Mami. Sie hat völlig recht. Wirklich? Wirklich. Du sollst putzen, polieren, wischen und saugen. Aber doch nicht hier. In einem Hotelzimmer. Der nächste, bitte. Guten Tag, Fräulein. Kann ich den Herrn Doktor sprechen? Sagen Sie, wo fehlt's Ihnen? Wie bitte? Ja, wo es Ihnen fehlt. Na, Sie sind gut, der Arzt fehlt. Ich will den Arzt sprechen. Wo steckt der Doktor Dent? Der Doktor bin ich, Dr. Med Dent. Mein Name ist Zander, also sagen Sie Frau Dr. Zander zu mir. Ach, Zander, Zander, wie der Vogel, Zander, ja? Zander ist ein Fisch. Ach, richtig, ja, ich verwechsel das immer mit Forelle. Also, liebe Dr. Zander, ich möchte Ihnen Doktor sprechen. Sagen Sie bitte Ihrem Mann, es handelt sich um einen Zahn... Mein Herr, können Sie bitte verstehen, der Zahnarzt bin ich. Da hängt meine Promotion großgedruckt an der Wand. Bitte. Frau Gisela Zander erhält die Bestallung, nach Studium und Fachausbildung die Zahnheilkunde auszuüben. Das ist grafisch wirklich sehr hübsch. Mhm. Wann war denn das? Das ist schon ein paar Jährchen her. So, nun setzen Sie sich mal hin und sagen mir, was Sie zu mir führt. Ja, es handelt sich um einen Zahn. Wer hätte das gedacht? Ja, und der Zahn muss raus. Naja, vielleicht auch nicht, wenn ich ihn noch erhalten kann. Sie können wohl keine Zähne ziehen, was? Ich tue es nicht gern. Weil Sie kein Blut sehen können. So, nun machen Sie meinen Mund auf. Donnerwetter, Sie haben ja wunderbare Zähne. Das sieht man selten heutzutage. Neulich, da war ein Patient hier, der hatte 32 kerngesunde Zähne, leider alle im Unterkiefer. Sie sollten mal sehen, wie ich mit meinen Zähnen eine Walnuss knacken kann. Oh, damit können Sie Ihre Zähne ruinieren. Letztes Weihnachten habe ich 4 Pfund Nüsse geknackt. Sie haben wohl eine große Familie, was? Sagen Sie mal, was kostet Zahnziehen bei Ihnen? Oh, das übliche 36 Mark. Ist ja ganz schön teuer, ist wegen der Damenbedienung, was? Örtliche Betäubung, mein Herr. Eine Injektion kostet schließlich auch etwas. Also gut, Betäubung und Infektion lassen wir weg. Was kostet's dann? Ohne Anästhesierung 18 Mark. Das ist immer noch Geld genug. Aber bitte, frisch gewagt, ist halb gezogen. Gut, wie Sie wollen. Soll ich vorher bezahlen? Nein, bitte nachher. Soll ich nicht doch eine kleine Narkose machen? Aber nein, nur nicht zimperlich sein. Ich muss sagen, ich bewundere Sie. Tja, es gibt doch Kerle heutzutage, was? Ja, ja. Aber ein bisschen weh wird's tun. Ach, was von mir aus? Pappalapapp! Also, Mund auf. Wieso? Ich will Ihren Zahn ziehen. Meinen, meiner Frau sollen Sie den Zahn ziehen. Die wartet draußen. Im Gegensatz zum Wein oder zum Camembert wird ein Sketch durch längeres Lagern nicht besser. Man muss ihn dann schon auffrischen, bearbeiten, aktualisieren. Aber es lohnt sich oft.
Denn es gibt nun mal Situationen, die heute noch genauso komisch sind, wie es früher waren und wie sie es auch noch morgen sein werden. Und einen solchen Oldtimer erleben wir jetzt, gespielt von einem ebenfalls Evergreen-Ensemble, den Stachelschwein. Versteht ihr Musik? Was liegt an? Ja, der Rezitator kommt. Der Rezitator? Ist denn sowas mit... Ach ja, zum Jubiläum, der Rezitator. Wo ist er denn? Er wartet vor der Tür. Vor der Tür? Oh, wollen wir reinlassen? Lassen wir ihn rein. Bitte kommen Sie rein. Guten Tag. Lüneburg, Klaus-Dieter Lüneburg. Oh, Sie kommen aus Norddeutschland, aus Lüneburg. Das ist schön. Nein, ich heiße Lüneburg, geboren in Itzehoe. Aha. Ich bin erster Held am Stadttheater Esslingen. Ich soll mich hier beim Vorstand des 1. FC Klingenbach melden. Ja, das sind wir. Guten Tag. Zweck der Anreise, feierliche Umrahmung einer Jubiläumsstunde. Ich bin fasziniert. Er macht einen guten Eindruck, der Mann. Einen sehr guten Eindruck. Ja, ja, aber mit der Stunde hat er sich verrechnet. Ich weiß, ja. Wenn ein Vereinspräsident anfängt zu reden, ja, dann holt er aus. Circa 100 Jahre. Oh, ich weiß. Bis Germania 88. Ja, kenne ich. Kreuzberg, Pieke vor, alles nach. Aber ja, natürlich, ja. Klaus-Dieter Lüneburg. Sie haben Post bekommen. Hey, ja, wir haben hier, wie gesagt, Lüneburg, unser 75-jähriges Jubiläum, Vereinsjubiläum. Da haben wir alle Vorsitzenden von Kreis und Land eingeladen. Wie sieht denn nun der Ablauf des Festtages aus? Ach, Herr Lüneburg, wie üblich. Wir sagen ganz normal. 8.30 Uhr Treffen zum Frühschoppen. 10 Uhr Anpfiff zum Jubiläumsspiel, ja. 1. FC Klingenbach, ja, gegen die Kurverwaltung von Bad Mergentheim. Ja, Kurdirektor steht im Tor, seine Frau nimmt Anstoß. Seine Frau macht Anstoß. Haben Sie schon die Blumen besorgt für Frau Direktor? Ja, ja, 25 gelbe Astern. Schön. Warum gerade gelbe? Mergentheim, Leber- und Gallenbad. Oh. Oh, ja, ja, wunderbar, sehr schön, ja. Sie denken auch an alles, das ist gut, ja. Wo waren wir stehen geblieben? 10 Uhr und ich war noch nicht aufgetreten. Nein, Sie sind doch noch nicht dran. Wir haben ja erst um 12.30 Uhr ein richtiges, wie habe ich immer gesagt, ein richtiges Kalbshaxenessen, Schoten und Mohren, soll es dazu geben. Um 2 Uhr Sackhüpfen und Eierlaufen. Ja. Natürlich nur für die Kinder. Ja. 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Ja. Natürlich nur für die Frauen. Eben, ja. Ab 18.30 Uhr Freibier. Natürlich nur für die Männer. Schuck und Jau, dieses berühmte Stück von Dostojewski, das ist ganz klar, nicht wahr? Ja. So. Wann komme ich? Sie treten immer noch nicht auf. Nein, nein, nein. Es beginnt der Abend mit einem Fanfarenzug. Einzug der Gladiatoren. Ja, dann Einmarsch der Vereinsmannschaften von den Knaben bis zu den alten Herren. Richtig. Und als Höhepunkt unsere neu aufgestellte Damenmannschaft. Ja. Wo meine Frau übrigens auch mitmacht. Ja. Als Kassiererin. Wunderbar, gratuliere. Seitdem stimmen bei uns die Bücher. Das ist wunderschön. Ja, nun geht es folgendermaßen. Also passen Sie auf. Vor Ihnen war Folgendes. Kommt erstmal das Blasorchester der Feuerwehr. Spielt alte Kameraden. Können Sie auch. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu demonstrieren. Ja, dann singt der gemischte Männergesangsverein den Klingenbacher Heimatchoral. Text beim 1. FC Klingenbach. Wird selbst der stärkste Gegner schwach. Schön, nicht? Das hat schon was. Und nun halten Sie sich fest, Herr Lüneburg. Jetzt kommen Sie. Ja, also Sie haben die Aufgabe, das Publikum und die Zuschauer wach zu halten. Denken Sie an 8.30 Uhr Frühschoppen. Zum Beispiel. Nicht? Natürlich auch ein bisschen nachdenklich zu stimmen. Ja, denken Sie an die 14 Kirschwasser, die manche trinken. Ja, manche verdoppeln sogar, nicht? Natürlich darf auch Ihr Vortrag geistig nicht zu hoch sein. Sonst kommen ja die Präsidenten von Land und Kreis nicht an, als wissen ja. Sie alleine. Ja, ja, was dachten Sie denn nun für den Abend beizusteuern? Ja, das würde mich ja auch interessieren. Sehr. Die Glocke von Schiller. Das ist schön, ja. Die Glocke, Moment mal, Schiller? Hatte der nicht die rote Karte? Das weiß ich genau. Nein! Der war gesperrt. Der Klassiker Friedrich von Schiller. Friedrich. Freund von Goethe. Marbach. Ja. An der Lahn! Ah, Frau Wirtin hat auch einen, da kenne ich auch ein paar. Die können Sie freilassen. Ja, Herr Lüneburg, beginnen Sie mal, das ist wunderbar. Nein, Herr Lüneburg, beginnen Sie noch nicht. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, wir haben hier eine kleine Hupe, die ich immer dann betätigen werde, wenn sich Ihr Vortrag mit unseren Vereinsstatuten nicht decken sollte. Sonst haben wir Schwierigkeiten mit dem DFB. Bitte beginnen Sie. So. Ja. Die Glocke von Friedrich von Schiller. Ein schönes Organ. Sparen wir das Mikrofon. Oh, wird der Ton sich freuen. Fest gemauert in der Ehe. Nein, da muss ich
muss ich schon mal vorbuchen. Nein, bei uns wird nicht gemauert. Nicht gemauert. Nein, nein. Wissen Sie, bei uns im Verein, wir spielen Offensivfußball. Ja? Wir sind ja nicht bei den alten Herren von AC Mailand. Wissen Sie, 0 zu 0, 0 zu 0, 0 zu 0. Sagen Sie doch locker. Ach, wunderschön. Festgelockert. Frau Kamerad, das ist es, ja. Festgelockert, sagen Sie bitte. Festgelockert in der Erde. Nein, 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 die Erde lassen wir auch weg. Nein, 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 Rüdiger, die Erde lassen wir. Wir haben zwar einen Hartplatz, aber das sollen die Gegner nicht unbedingt wissen, sonst kriegen wir keine Freundschaftsspiele mehr, nicht? Ich würde mal voll, das fällt mir auch was ein. Sagen Sie doch einfach Rasen. Was halten Sie davon? So viel weicher und grüner. Sie kennen das schöne Lied, ja. Grün zu grün, wenn Spanien nicht blüht. Jetzt hat das, jetzt hat das. Ah. Nicht wahr? Das ist schön. Nein, 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 nein. Der Higgins, ja. Meine Glanzrolle, 18 Mal Cuxhaven. Oh, da muss der Dampfer aber getutet haben. Was soll ich sagen? Ja, sagen Sie bitte Rasen, das wäre schön, Herr Lüdebrunn. Mhm. Festgelockert auf dem Rasen steht die Form aus Lehm gebrannt. Nein, 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 nein. Unsere Form wollen wir vorher auch nicht verraten. Das macht ja keiner, kein Bundesliga-Trainer, nicht wahr? Und Lehm ist auch ganz schlecht, Lehm ist schlecht. Was könnt ihr sagen, steht, was könnte da stehen? Steht die 11? Schön. Wie eine Wand. Oh, wunderbar. Natürlich, die 11. Steht die 11 wie eine Wand. Das sagen Sie ja, Lüdo. Das wird eine schöne Sache. Festgelockert auf dem Rasen steht die 11 wie eine Wand. Heute soll die Glocke werden. Herr Lüdeburg, nur hängen Sie doch nicht alles an die große Glocke. Was? Es soll ja nicht geläutet, es soll ja gesiegelt werden. Sagen Sie doch einfach, was kann er, sagen Sie aber auch mal was. Was könnte er denn sagen? Ja, sagen Sie doch, ja. Heute muss gesiegelt werden. Sehr schön. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist mir gerade so eingefallen. Im Moment? Ja. Schnell, ja. Wunderbar. Heute muss gesiegelt werden. Das ist wunderbar. Heute muss gesiegelt werden. Frischgesellen seid zur Hand. Sagen Sie mal, lieber Herr Lüdeburg, sind Sie denn verrückt geworden? So. Zur Hand, das würde Ihnen so passen. Und dennoch im Strafraum. Ha, Peter und so eine Sache. Was? Es ist außerdem nicht im Handball, sondern im Fußball. Und dann spielen bei uns ja auch keine Gesellen, sondern Meisterspieler. Ha! Sagen Sie doch Spieler? Ja, Fuß. Und Fuß, das ist es. Vielen Dank. Wo sind Sie? Ach da, entschuldigen Sie. Ja, Spieler und Fuß, das wär's. Festgelockert auf dem Rasen steht die Elf wie eine. Wand geht nicht. Warum geht Wand nicht? Weil ich unten Fuß habe. Er ist Komiker. Er hat unten Fuß. Ja, meinen Sie, wir haben den Fuß oben? Was? Dummes. Vielleicht hat er ein Überbein. Das war Wand reimt sich nicht auf Fuß. Aha, dann sagen Sie doch, steht die 11, was können Sie sagen? Steht die 11. Aus einem Guss. Aus einem Guss. Oh, mir eingefallen. Wunderbar. Mir, 1-1. Fuß reimt sich auf Guss, phonetisch. Vor was? Wir werden es aber hier nicht unanständig, das kann ich sagen. Sagen Sie Guss und Fuß. Festgelockert auf dem Rasen steht die 11 aus einem Guss. Heute muss gesiegelt werden, Frischgesellen seid zu Fuß. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Was ist denn nun schon wieder falsch? Ich wollte sagen, die Zeile ist hervorragend, Herr Lüdeburg. Die dürfen Sie wiederholen. 2-3 Mal. Dai Capo. Dai Capo. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Sagen Sie, was soll denn das? Wollen Sie jetzt etwa Ihr Lotto- oder Toto-Gelder unterjubeln? Sie. Wir haben noch nie eine Mark bekommen. Wir sind reine Amateure. Jawohl, den Platz haben wir gepachtet von der Gemeinde für 47,30 Mark im Jahr. Die Tore hat uns der Sargtischler spendiert. Eben. Und die Reservebank haben wir von der Volksbank. Und planiert haben wir alles selber. Bitte. Und da wollen Sie uns den Segen von oben unterjubeln. Lieber Herr Lüdeburg, lieber Herr Lüdeburg, lieber Herr Lüdeburg. Ich habe... Was haben Sie da bitte? Ich habe eben alles nochmal durchkalkuliert. Aha. Der Schiller ist sowieso zu lang, sonst kommen Sie ja nicht mehr zum Reden. Das geht ja nicht. Ich habe ja meine Rede auswendig gelernt vom Spiegel, wie ein Dussel. Nein. Also was ich auch... Eine Idee. Wir schmeißen den Schiller einfach raus. Was? Aber das geht doch nicht. Sie können doch nicht diesen Klassiker, diesen Altmeister einfach rausschmeißen. Lieber Itzo aus Lüneburg! Lüneburg aus Itzo! Schreien Sie bitte nicht so. Ich will Ihnen nur eines sagen. Ja, Schiller hin, Schiller her. Wir haben beim Deutschen Fußballbund schon ganz andere Altmeister rausgeschmissen. Mein lieber Freund. Thank you.
Hier, Herr Direktor Schnettenkötter, habe ich heute das nun endgültig letzte Rezept für Sie. Sie sind zwar vollkommen wiederhergestellt, aber das nehmen wir noch. Innerhalb der nächsten 3 Wochen 2-mal, morgens und abends mit einem Schluck Wasser. Meinen herzlichsten Dank, lieber Doktor. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein Gefühl es für mich ist, nach 4 Jahren endlich wieder ganz gesund zu sein. Ja, Sie haben da wirklich ein wahres Wunder vollbracht. Es ist sehr schwer, mich Ihnen erkenntlich zu zeigen. Ach, wissen Sie, seit die Phönizier das Geld erfunden haben, ist das ja eigentlich kein Problem mehr. Was? Ja, und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, nach Ihrer Rechnung zu fragen. Aber sicher gern. Meine Liquidation ist bereits ausgefertigt, liegt bei meiner Sprechstundenhilfe. Nein, lieber Herr Doktor. Ich möchte mich Ihnen auf eine andere Art dankbar erweisen. Auf eine andere Art? So. Ja, wie denn? Auf eine andere Art? Ja, ich bin ein sehr vermögender, man kann schon sagen, sehr reicher Mann und ich habe keine Familie. Daher habe ich Sie, wenn ich einmal sterben sollte, als meinen Universalerben eingesetzt. Danke, Herr dürfte ich in dem Fall das Rezept noch einmal sehen? Ich möchte nur eine Kleinigkeit ändern. Hallo? Was ist, trinken wir noch ein Bier? Ja, wenn wir nur entkriegen. Die Servierschwester hat hier seit Jahren schon nicht mehr gesehen. Voran! Die kommt nicht. Zustände wie in der Steinzeit. Wie so in Steinzeit? Naja, damals ist auch nie einer gekommen. Aber wenn bei euren Germanen mal keiner kam, ja, dann haben sie ihr Bier eben selber gebraut. Genannt Met. Met? Hm. Was soll denn? Bier ist, war damals Met. Ein Bierchen. Oder ein Mädchen. Ob du Mädchen oder Fräulein rufst du? Die kommt nicht. Ich sag ja, Steinzeit. Also kannst du die heutigen fortgeschrittenen Menschen nicht mit dem Steinzeitler vergleichen. Also das Einzige, was fortgeschritten ist, ist das Mädchen. Ich sage dir, wir befinden uns auf einem unaufhaltsamen Rückweg zum Urmenschen. Oh, nicht so Macke. Der Urmensch konnte sich ja noch nicht mal rasieren. Na, kick da die heutigen Jünglinge mal an mit ihren Gesichtsmatratzen. Mann, die machen ja schon auf Neo-Neandertaler. Hör doch auf! Die Menschen in der Vorzeit waren nicht einmal des Lebens kundig. Des Wessens? Du befleißigst dir aber ein feiernes Deutsch. Die konnten nicht mal lesen. Das war ein Anfall. Anfalltapet, Neville. Mann, red dir völlig anders lang. Du hast wieder deine nasse Aussprache. Auf der anderen Seite wisst ihr auch nicht, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Die hatten damals noch keine Schriften. Da haben sie Bilderchen gemalt. Dann haben sie schön aneinander gehängt und das nannten sie Hydrogliefen. Genau. Die hatten eben die Bildersprache. Heute nennen wir so was Comicstrips. Naja, da gibt's ja selber zu, dass wir uns zurückentwickeln. Das Einzige ist vielleicht die Wohnkultur. Der Urmensch von damals, der musste noch eine finstere Höhle rumkriechen. Man konnte kaum aufrecht stehen. Also, in der Beziehung sind wir heute weiter. Du hast ja meine neue Wohnung noch nie gesehen. Die ist so niedrig, ich habe neulich einen Hefekuchen gebacken, ja? Die Streusel hängen heute noch an der Decke. Ja. Ja. Da
Kann ja sein, aber damals, da konnte es einem passieren, dass plötzlich ein Bär in die Stube kam. Wer? Ein Bär. Was denn, den kennst du auch? Wen? Den dicken Bär. Den Koch vom Palasthotel. Von dem heißt so das Rezept für den Streuselkuchen da. Mann, ich rede hier von wilden Tieren und du kommst mit der Gastrologie. Mensch, stell dir mal vor, du gehst als Steinzeitmensch durch. Mir nichts, dir nichts. Wieso mir nichts, was? Nein, ich meine ahnungslos durch die Gegend. Plötzlich kommt ein riesen Ungetüm auf dich zu. Müllcontainer. Quatsch. Ein Saurier. Schrei mich doch nicht so an. Kann ich denn dafür, wenn da eine Sau... Wie heißt er? Ein Saurier, das war eine Riesenechse. Könnte man die auch essen? Na, wenn du sie getroffen hast. Du sagst doch eben, ich hab sie getroffen. Tu mir nicht, dir nichts. Ich will dir nämlich auch nur widerlegen mit deiner Steinzeittheorie. So. Denk doch mal nach, wie primitive Leute damals waren. Die haben so ein Tier gebraten und dann haben sie alle aus dem Topf danach geangelt. Na, das nennt man heute Fleischfondue. Das einzige. Der einzige Unterschied ist der, dass die Eidechsen-Taschen damals billiger waren. Ach, meinst du mit deiner Steinzeit da? Gibt's zum Beispiel heute noch Pfahlbauten? Naja, sag mal, wo lebst du denn? Jede einigermaßen Ortskrankenkasse steht heute auf so irgendeinen Latten, ja? Auf Stelzen? Auf Stelzen. Mhm. Damals haben die Leute ihre Häuser selber erzimmert. Es gab nämlich noch keine Handwerker. Da willst du mir doch nicht erzählen, dass es heute welche gibt. Mann, Junge! Ich wollte mir gestern ein Bild rahmen lassen, ja? Mhm. Aber du, das musst du ja zugeben. Mit der Kunst, da sind wir erheblich weitergekommen. Na ja, wenn heute einer ein Bild pinselt, dann ist er doch froh, wenn es aussieht wie eine Höhlenmalerei. Ach Mann, ich kann das nicht glauben, dass wir uns so zurückentwickeln. Mensch! Wir klettern doch ohne mehr auf Bäume rum und haben ohne Arme wie ein Affe. Naja, geh mal in so ein Bodybuilding-Kursus, du, dann trimmen sie sich schon wieder zurecht. So auf Tatsachen, weißt du? Lass mich doch zufrieden. Heute sind die Menschen selbstständig denkende Individuen. Du meinst Endevien. Und was war sie damals? Damals waren sie Herdentiere, innen ihnen voran und der anderen latschen hinterher. Sag mal, du hast wohl noch nie was von einem Volksmarsch gehört. Und jetzt will ich dir noch was sagen. Kennst du das Ohr des Dürnis? Hatte der nur eins? Quatsch, der hatte drei. Das dritte liegt seit 3000 Jahren in Syrakus. Das hätte doch einer längst mal aufheben können, ne? Mann, das ist doch kein richtiges Ohr. Das ist eine Felsenhöhle. Ein akustisches Naturwunder. Wenn der Olle Dürnis mal hören wollte, was seine Untergebenen über ihn flüstern, ja, dann hat er sich in die Höhle gesetzt, konnte alles hören. Griechischer Verfassungsschutz, wa? Ja, siehst du. Und so gibt es 100 Sachen, wie wir uns zurückentwickeln. Von der Vielweiberei will ich gar nicht reden. Nee, du, das muss auch unter uns bleiben, wa? Es ist nämlich in jedem Menschen ein Urinstinkt, der ihn zurücktreibt ins Urmenschentum. Erzähl mal doch nicht. Seit 5000 Jahren arbeitet der Mensch an der Zivilisation. Ja, mit welchem Erfolg? Camping. Ich sage dir, wir kommen noch mal ins Diluvium. So viel haben wir doch noch gar nicht getrunken. Das werden wir aber jetzt. Fräulein! Eine Viertelstunde hat sie rufen, kommen wir gleich. Ist auch nicht gekommen. Nee. Die würde ich bei der Vielweiberei weglassen. Ja. Wie viele würdest du denn gerne haben wollen? Na, noch zwei, nehme ich an. Was? Das schafft er nie. Ja, ich spreche ja vom Bier. Ach so. Wir haben von der Vielweiberei gesprochen. Ah, Na dann übernehmen Sie, meine ich. Hat sie jetzt auch von der Vielweiberei gesprochen? Nee, von's Bier.
Ach so. Na, das schaffen wir noch. Hier, das Bier, Fräulein. Ja? Das schaffen wir noch, das Bier. Ja. Wie hieß das bei der Ollen, ja, Mann? Med. Aha, deshalb Med in Germany. Wenn du dich abends freust auf einen hohen Sorgfernsehspaß. Und Elstner fragt zur selben Zeit im zweiten, wetten das? Wenn du dir einen kurzen Rock kaufst und du findest dich toll darin. Und dann ist über Nacht statt Mini wieder Maxi in. Wenn dir das Glück im Lotto mal 6 Richtige verpasst. Und du dann aus Versehen den Schein nicht abgegeben hast. Dann sind das Sachen, über die man sich schon ärgern kann. Na schön, dann ärger dich für 2 Sekunden, aber dann... Lach mal wieder, mach mal wieder ein fröhliches Gesicht. Ärger, Tränen, Krach und Szene lohnen sich nicht. Wenn du mal deinen Wagen wäschst und er glänzt dann wie Stahl und plötzlich wäscht ein Regenguss dein Glanzstück noch einmal. Wenn's wie so oft im Bundestag ums große Sparen geht und danach werden die Diäten wieder mal erhöht. Wenn dein Mephisto bei den Leuten Lachstürme entfacht und über deine Gags in Lach mal wieder keiner lacht. Das sind das Sachen, über die man sich schon ärgern kann. Na schön, dann ärger dich für 2 Sekunden, aber dann... Lach mal wieder, mach mal wieder ein fröhliches Gesicht. Ärger, Tränen, Krach und Szenen lohnen sich nicht. Thank you.